Herr Wimmer, ist Deutschland schon im Krieg oder noch im Krieg? Also die Frage wird heute in den großen deutschen Zeitungen erörtert, und zwar im Zusammenhang mit den Entscheidungen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel in den letzten Tagen, die sich ja geäußert haben über Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine. Und da wird in den deutschen Zeitungen, so in der Süddeutschen von heute, darüber gesprochen, dass es sich um eine Grauzone handeln würde in der Frage, sind wir im Krieg oder sind wir noch davor? Und eine Grauzone bedeutet immer, dass man selber nicht darüber entscheidet, mit was man es zu tun hat, sondern dass das in den Händen anderer liegt. Und deswegen ist es vielleicht sinnvoll, in der Beantwortung dieser Frage auf die Haager Landkriegsordnung des Jahres 1907 zurückzugehen, wo man sich ja aus guten Gründen darüber geäußert hat, was ist eine Kriegsbeteiligung und was bedeutet es, neutral zu sein. Und vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass die NATO und damit natürlich auch Deutschland als Bündnispartner einen extrem riskanten Weg geht, wenn in den deutschen Zeitungen bereits von dieser Grauzone gesprochen wird. Denn das heißt, diese Entscheidung hängt von anderen ab und jeder weiß, wer diese anderen sind. Das ist das eine. Das zweite, der Chef des Kanzleramtes unter Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt, wird heute damit zitiert, dass das Auftauchen deutscher Kampfpanzer oder von schwerem Gerät auf dem Kriegsschauplatz Anlass für Propaganda sein könnte. Und ich muss sagen, diese Aussage hat mich empört. Das ist nicht eine Frage von Propaganda, sondern es ist die Frage danach, ob nicht die Erinnerung an den großen Krieg dann wieder auftaucht. Auf der russischen Seite an den großen Vaterländischen Krieg und auf der deutschen Seite daran, dass dieser Krieg fürchterliche Konsequenzen hatte, die heute noch nicht überwunden sind, wie wir in jedem Jahr an dem Marsch des ewigen Regimentes sehen. Das heißt, wenn es eine Aussage gibt, die man geschichtsvergessen nennen kann, dann ist es das, was Herr Wolfgang Schmidt in diesem Zusammenhang gesagt hat, denn wir alle wollen diesen Krieg gegen Russland nicht. Nicht mit deutscher Beteiligung, nicht mit internationaler Beteiligung. Wir wollen eine Situation in Europa haben, von der General Kujat, ehemals Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, in diesen Tagen gesprochen hat, es muss Diplomatie statt Waffenlieferungen geben. Hat die deutsche Regierung mit den Waffenlieferungen ein Tabu gebrochen? Wir können ja in bestimmter Weise sogar sagen, dass diese Dinge, die sich nach dem 24. Februar 2022 in der Ukraine und darüber hinaus ergeben haben, dass das in gewisser Weise der große Tabubruch gewesen ist. Denn wir haben in den ersten Wochen sehr sorgfältige Überlegungen auf deutscher Seite gegeben, zu welcher Unterstützungsleistung man für die Ukraine bereit sein könnte. Und der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, und das geht natürlich auch in die Beantwortung Ihrer ersten Frage rein, hat in den Märzwochen ein Gutachten vorgelegt und deutlich gemacht, dass alles extrem kritisch ist, um bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten. Und damit ist natürlich auch das große Tabu in der Auseinandersetzung mit diesem Kriegsschauplatz gebrochen worden. Und in gewisser Weise, wenn man das politisch artikuliert, mit was wir es hier zu tun haben, ist das, was wir in der Ukraine derzeit erleben, nicht nur ein Konflikt zwischen Russland und den Vereinigten Staaten oder zwischen Russland und der Ukraine, sondern muss in gewisser Weise als amerikanische Rache für die Wiedervereinigung und die russische und sowjetische Unterstützung der deutschen Wiedervereinigung gesehen werden. Alle unsere Bemühungen der letzten 30 Jahre zu gedeihlichen Nebeneinander mit der Russischen Föderation zu kommen, sind zerschmettert worden.
Und das haben wir ja in diesen Tagen durch den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gehört, der gesagt hat, mit Präsident Trump und Bundeskanzlerin Merkel hätte es diese Situation nicht gegeben. Wir haben es mit einem Verhalten der NATO unter Führung der Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten und ihres Präsidenten Joe Biden in Zusammenhang mit diesem Konflikt zu tun. Und deswegen müssen wir das auch in diesem Zusammenhang sehen und deutlich ansprechen. Wir sind eigentlich, was die Politik von Helmut Schmidt, Willy Brandt und Helmut Kohl anbetrifft, wir sind am Ende und wir sind gescheitert. Und nicht, weil wir es wollten. Also gelten wir nicht mehr als Friedensstifter? Wir haben eine Veränderung in der Qualität der deutschen Politik in den zurückliegenden 30 Jahren bekommen. Ich kann ja selber aus gutem Grund darauf verweisen, dass es mir im Auftrag des Bundeskanzlers Helmut Kohl gelungen war, einen Gefangenenaustausch zwischen dem Iran und Israel mit zustande zu bringen. Ich bin oft genug in Teheran deshalb gewesen. Das heißt, wir waren als Deutschland, als Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung in einer Lage, wirklich zur Stabilität auf der Welt beizutragen und Konflikte zu beseitigen. Man muss sich heute ja nur das dümmliche Gerede von Regierungsmitgliedern anhören, um zu wissen, wo wir gelandet sind, wenn man in aller Öffentlichkeit sagt, wir verfolgen eine Politik, die Russland auf die Knie zwingen soll. Eine solche Politik wäre in der alten Bundesrepublik Deutschland und auch mit Gerhard Schröder nicht vorstellbar gewesen. Herr Wimmer, Deutschland macht sehr viel für andere Länder, was lobenswert ist. Was aber macht die Regierung für die eigene Bevölkerung? Energiepreise hoch oder die Wärme runterzuschrauben? Wenn man sich dieser Frage nüchtern stellt, und es ist ja die größte Herausforderung seit bestimmt dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dann müsste es in Berlin eine Situation geben, wo eine Allparteienregierung sich mit dieser Situation beschäftigt, und zwar so, wie es im Amtseid eines jeden deutschen Bundeskanzlers steht, Schaden vom deutschen Volk zu nehmen und sein Wohl zu mehren. Das, was wir derzeit erleben, ist ja eine verfehlte Politik auf dem Rücken des deutschen Volkes so auszutragen, dass wir zu gemeinsamen Handeln und zu gemeinsamen Handlungen gar nicht mehr fähig sind. Wir werden konfrontativ geführt, und zwar in Übereinstimmung mit der Politik der Nichtregierungsorganisationen, die von bestimmten politischen Kräften geführt werden und uns auch in diesen Krieg geführt haben, in die Auseinandersetzung, mit der wir es zu tun haben. Und das ist deshalb so gravierend, weil wir ja, und darauf hat General Kujat auch in diesen Tagen in der Preußischen Allgemeinen aufmerksam gemacht, weil wir uns ja im März oder Anfang April in einer Situation gefunden haben, dass es zwischen Russland und der Ukraine eine Friedensregelung gegeben hat, die Probleme hätte beseitigen können. Das ist auf britischen und amerikanischen Druck ist das kaputt gemacht worden, mit dem Ergebnis, dass die Gesprächslosigkeit zu aller Schaden bis heute anhält. Um dieser Politik Widerstand zu leisten und zu sagen, wir müssen Diplomatie anstelle der Konfrontation setzen, gehört sich für Berlin eigentlich eine Allparteienregierung und nicht das, was wir derzeit erleben. Dann die wichtigste Frage: Was kann man noch machen, um den Niedergang zu stoppen? Wir sollten, und der russische Präsident Putin hat uns ja in bemerkenswerter Weise mehrfach getan, wir sollten uns mit der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts beschäftigen und uns fragen, was kann in dieser Situation gemacht werden, um es nicht zum Schlimmsten kommen zu lassen. Und die Diskussion um die Nuklearwaffen ist ja nur Ausdruck dafür, wie verhängnisvoll die Situation ist, in der wir uns befinden. Und ich sage das jetzt nicht im Sinne einer Hoffnung,
Aber wir haben in diesen Tagen erlebt, dass die OPEC-Staaten in ihren Ölüberlegungen auf die amerikanischen Midterm-Wahlen des 8. November 2022 zielen, um die demokratischen Mehrheitsverhältnisse in Amerika zugunsten der Republikanischen Partei zu verändern, um diese Kriegstreiber wegzubekommen. Ich sage es in aller Deutlichkeit, wie die OPEC es ja beschlossen hat. Und deswegen ist ein Punkt der Hoffnung, dass der amerikanische Wähler im Sinne der letzten von uns verbliebenen Möglichkeiten zu seiner Wahlstimme in dem Sinne greift, dass die Kriegstreiber, die Neokons, beseitigt werden und wir wieder transatlantisch und auch mit unseren russischen Nachbarn zu besseren Beziehungen kommen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wir haben im November das Treffen der G20 auf der Insel Bali. Ich sage das jetzt nicht im Sinne, da gibt es hoffnungsvolle Signale, aber man liest ja Zeitungen und liest, was Präsident Biden und was Präsident Putin dazu sagen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir dieses Datum im Visier haben sollen. Aber ich will einen weiteren Punkt in aller Deutlichkeit ansprechen. Wo ist eigentlich der Papst in diesen Zeiten? Wir haben es in allen Kriegen erlebt, dass der Heilige Stuhl gute Dienste geleistet hat im Zusammenhang mit Kriegsbeendigungen. Und ich glaube, dass die katholische Kirche, wie alle Kirchen, sich nicht mit den inneren Verhältnissen beschäftigen sollte, sondern im Sinne von uns allen und des Friedens in Europa die notwendigen Konsequenzen trifft. Besten Dank, Herr Wimmer. Ich bedanke mich, Herr Professor Sosnowski.